Ich habe jetzt den Vorpart einfach mal Klöte 43 genannt. Klingt wie so ein alte Toilette, oder? Ja. Klötenwasser 43. Klötenwasser 47, wie war das? 43, 12? 47, 11, echt Klötenwasser. Weißt du was? Man hört uns. Ach so. Hallo. Ja. Und wir haben uns ein bisschen erkundigt. Ich habe da ein kleines Fail hingelegt. Und zwar wird bei der Voodoo-Puppen-Opferung der Guide geopfert. Und wo kein Opfer da ist, kann kein Opfer entstehen. Um das jetzt alles vorzubereiten, bräuchten wir ein bisschen Zeit. Das machen wir in der nächsten Session. Aber ich habe mit den lieben Walking Dead beschlossen, dass wir auf Bienenjagd gehen. Denn die Biene... Denn die Biene... Martha heißt. Martha! Kennt ihr sie noch? Ja, Martha! Das kam jetzt im Delay. Walking Dead und wieder... Von wo nimmst du auf? Kilimanjaro? Wo war das? Ja, genau. Von den, aus den Wolken da oben. Was machst du überhaupt da oben? Den Mond an. Ach so, den Mond... Am Tage guckst du dir den Mond an. Das ist gut. Ja, den kann ich sehen, wenn ich hier ganz oben bin. Okay. Das ist nice. Kann er jetzt höher springen? Wir haben beschlossen, dass wir ein bisschen in den Dschungel rumbächen werden, weil den Walking Dead fehlt ja noch die Efeu-Peitsche. Ja. Die kann er sich dann gleich besorgen. Er steht ja mehr auf Fleischpeitschen eigentlich. Für die Hexe. Aber, genau. Und bei der Gelegenheit können wir vielleicht auch Munition sammeln und das Bienenmount bekommen. Weil wenn Walking Dead schon mit einem Luftballon rumrennt, warum denn nicht auch mit Biene Martha? Martha. Ihr wisst ja. Denn diese Biene, die ich meine, nennt sich Martha. Kleine, fette Fresse. Fresse. Biene Martha. Martha. Ja, ja. Oh Mann. Geht das auf die Stimme? Was? Geht das auf die Stimme oder geht's? Nö. Nö, das geht. Okay. Nö. So. Stellt man erst fest, wenn man nur noch so reden kann. Ja. Wenn die Arbeitskollegen schon anschauen, ne? Ja. Was? Hallo? Wer bist du denn? Hast du ein schönes Wochenende gehabt, oder was? Ja. Ja. Ich bin der kleine Walking Dead. Du bist der kleine, fette hier, wie heißt denn der Freund von Martha? Willi. Ja, er spricht da auch so wie gerade. Ich bin der Willi. Ja. Ich habe einen Sprechfehler. Sprech. Da kennt sich einer aus. Ja? Also ich weiß gar nicht, er... kann gar nicht jetzt so direkt zuordnen, ob der so eine Stimme hat. Ich habe das früher zwar auch geguckt, aber irgendwie so ein Zockse oder irgendwie so war das. Ja. Da sind sie. Da gab's auch mal ein Lied für ihn. Sing mal Sachse, sing, mach's Fenster genau, auf und spring. Genau. Ja, ist ja nicht sachsenfeindlich, ne? Aber. Nee. Bisschen Spaß muss sein. Sonst tritt der Walking Dead in dir in den Arsch hinein. Sag nur Klöte 4311. Genau. Sehr zu empfehlen, Klötenwasser 4311. Folge 43. Genau, das ist. Nur echt mit den 43 Klöten. Genau. Das ist der Duft, den die Frauen erstaunt. Genau. Ja, und Walking Dead, ich merke schon, er ist wieder paarungsbereit hier. Ja, es ist Frühling. Ja. Der Walking Dead trägt ja eigentlich das alte Toilette hier Verdufte, heißt die Firma. Ja. Oder Provocation. For Man. Von der Firma OK Klo. Ach nee. Hier, diese Teile, diese Weinreben, die, da brauchen wir diese Weinreben, genau. Ah, okay. Tief im Wald, tief im Dschungel. Im Wald, ja, das ist das kleine Hansi. Also, ihr wisst ja nicht, also, wisst ihr, so tief im Dschungel kann ja so manches passieren. Wenn ihr wisst,
Die Straßen und Gassen im Dschungel sind voller Angst und Schrecken. Zum Glück ist da der Fackelmann. Er zündet den Dschungel an. Genau. Oh weia, ist das peinlich. Voll fremd schämt ihr. Ich bin ja Arnonym. Arnonym? Ah. Ja. Okay. Ist das nicht der Bruder von Matra C? Ja. Okay. Okay, Matra C. Ich habe heute übrigens ein Bild von Eddie, den Hasen gesehen. Eddie Mörch. Mörch. Also Murphy, Mörf. Möhre. Klingt, als ob du gerade. Hase. Das hat gerade geklungen, als ob du so ein. Als ob du so einen 50-Euro-Schein zerreißt oder sowas. Hier, ich habe dir so einen Krank hingepackt. Huch. Profis im Club. Genau. Ja, was ist das für ein Trank? Das ist ein Höhlenforscher-Trank. Oh. In der Walking Dead ist nicht immer nur paarungsbereit, sondern auch hat einen ausgeprägten Höhlenforscher-Drang. Ja. Der Drang. Das ist der Fackelmann und ich habe den Höhlenforscher-Drang. Genau. Und er ist der. Ja, man kann es ja jetzt mal sagen. Im Real Life ist er bekannt als der Penetrator. Ja. Was er schon alles hier in der Stadt wegpenetriert hat. Das geht auf keine Kuhhaut. Oh, das sind ja viele Schätze. Ja, na, allem brauchen wir uns mal nicht so unbedingt jetzt ins Auge stecken, aber. Stecken? ins Augenlied. Ins Augen. Ein Lied fürs Auge. Und dieses Auge, das ich meine, nennt sich. Maya. Maya. Matsch. Matscha. Matsches. Matsches. Das ist was von Honig, so wie es jetzt hier aussieht. Homo? Von Homo-Honig, ja. Ah! Das ist doch der Homo-Honig, oder? Das ist doch hier von Knallmeier pro Homo hier. Knallmeier pro Homo. Ja. Ach ja. Meine, wir tolerieren auch Dallmayr. So ist ja nicht mehr. Genau. Man darf auch nicht vergessen, Kaffee Haag ist meist. Öfter mal. Ja, ein bisschen stark, aber eigentlich ganz. Kaffee hakt öfter mal. Also. Ja. Ich Wirken weiß. Hakt. Ja. Walking Dead hat ja damals mal. Gesagt, er will eine eigene Kaffeefirma aufmachen. Da ist drin, er natürlich ja. Selber noch nach Brasilien gedackelt, um dort die Bohnen zu pflücken. Ja. Und das war ein schweißtreibendes Abenteuer. Ja, so ohne Flugzeug. Ja. Er ist gedackelt. Ja. Sprich, also wortwörtlich. Nee. Bist du nicht hingeschwommen? War das nicht so? Hast du da nicht einen Umweg gemacht? Nee, ich war Jesus. Auf das Wasser laufen gemacht. Ach so. Moses. Hast du übers Wasser gewartet? Genau. Ich hab überm Wasser gewartet, bis ein Schiff kommt. Bin dann damit gefahren. Ah, du bist im Wasser gefahren. Ja. Okay. Lauter gefahren im Wasser. Ja. Bist du nicht im Wasser geflogen? War das nicht so? Ich weiß gar nicht mehr. Ins Wasser geflogen, ja, vom Boot aus. Und wo gehen wir denn jetzt hier lang? Wir müssen irgendwie runter. Keine Ahnung. Schatz suchen. Wir müssen down under. Skirt. Dancing? Skirt. Ach, Skirt. Ich dachte, Skirt. Ja. Skirty Dancing. Wir müssen unter den Rock gucken, da ist Schatz. Oh ja, das ist ja. Da ist unser Walking Daddy ist mal wieder in sein Element. Er ist nicht nur Rocker, er ist auch Rockgucker. Rocker und Jeanser. Weißt du noch, als wir da in dieser einen Bar waren, wie hießen die? Die Bang Bar. Die Bang Bar, genau. Da war auch so Bang Bar. Die Hexe war Bang Bar. Ja, ja, deswegen war sie ja da. Und in der Bang Bar. Was war da? In der Bang Bar? In erster Linie war jeder Bang Bar. Und weißt du noch, da hast du doch so eine ganz süße kennengelernt. Weißt du, die mit den Augen. Und die von Milita, meinst du? Ja, und da habe ich noch Kaffee von Weitem gesehen, hat Walking Dead mich so angezwinkert, dann ist seine Hand so unter den Rock so gegangen und dann hat er nur noch geschrien, Eier, die hat Eier! Und das war's genau. Dann, ja. Da sind wir dann geflüchtet. Ich glaube, das hat nicht vermutet, dass sie nochmal sich traut, da hinzugehen. Ja,
Ich habe gesagt, die hat Eier. Guck mal hier, Doppelherz. Um hierher zu kommen. Ja, guck mal, eins für mich, eins für dich. Das? Huch, ich habe jetzt eins, deins habe ich aus Versehen mitgenommen. Du hast schon wieder Inventar voll. Ja. Das war so lustig in dem Moment. Eier! Die hat Eier! Hat da geschrien. Ja. Und dann haben natürlich gleich alle geschaut da irgendwie. Und das waren wirklich, also, nee. Und wie, waren die wenigstens groß? Wie haben die sich so angefühlt? Klebrig. Okay. Also das war schon ein Trauma, oder? Also, ja. Da musste man sich erstmal von erholen. Von Schwarzkopf. Ja. Ja. Also die Bang Bar können wir auf jeden Fall empfehlen. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo war denn das? Das war ein geheimer Ort, glaube ich. Ich glaube in Bangsilien oder sowas. Bangsilien, genau. Das war doch da gleich um der Ecke von... Nee, ich weiß, wo die war. Die war in Bangladesch. In Bangladesch, ah. Das ist doch gleich neben hier im Stoß, wie hieß das nochmal? Stoßi, Stoß weg oder so, keine Ahnung. Irgendwas mit Stoßen war das jedenfalls. In Stoßburg, weißt du? In Stoßburg, genau. Ich kann mich Bassburg, da nicht mehr dran entsinnen. Bassburg. Ich weiß aber schon, wie der Part heißt. Die hat Eier. Die hat Eier. Ach, das war... Ihr hättet bei sein sollen, ja. Das war wirklich überhaupt nicht gut. Seid ihr bangbar, gebt euch erkennbar. Da gab's doch, glaube ich, auch so ein Darkroom drin, oder? Wo sie natürlich negative entwickelt haben. Hatte man da so einen Neonstäbe gehabt. Nein! Oh, fuck! Da habe ich aus Versehen den Spiegel benutzt. Sollst du nicht reingucken. Ja. Hier ist noch so ein Wurmkrank. Ja, in den Darkroom. Der Darkroom ist ja so angehaftet von, ich sag mal so, freilaufenden Würstchen, die da rumrennen. Ja. Aber da wurden, glaube ich, nur Filme belichtet. Nein, Quatsch. Ich komme jetzt schon auseinander. Durcheinander. Warten wir. Durcheinander, auseinander. Ja, ineinander. Ineinander. Genau. So, jetzt muss ich mal schauen, wie funktioniert denn das nochmal hier? Ach ja, das waren noch schöne Zeiten. Wir sollten mal wieder die Bang Bar besuchen gehen. Ja. Doch schön. Ja, ja. Wo bist du denn? Ach, da. Ja. So, da sind wir wieder. Ich hab mir einen Boomstick genommen. Ein Boomstick? Ist das so eine Knarre, oder? Ja. Nice. Ah. Ja, hier noch so ein Helligkeitstrank. Hier. Einfach mal schlucken. Flinkheitstrank. Wow, keine Munition. Das ist ja immer so. Da oben sich. Wo bekomme ich denn Munition her? Für die Bang. Bumstick da? Ja. Das ist den Bumstick. Den hätten wir Bangball gebraucht. Bangball. Bangball. Ja, den hätten wir wirklich gebraucht. Ich dachte, er holt deinen Bumstick noch raus. Aber seit der Sache. Ist ja so wie angesprochen, so ein Neonstick. Den gab es da auch im Darkroom. Ja. Wir haben ja einige verwechselt mit anderen Dingen. Ja, da war doch noch so eine. War das ein Kerl oder eine Frau? Ich weiß es nicht mehr. Die hat sich da immer an diesen Stab gerieben, da, oder? Ja. Ich dachte, da kommt der Genie raus und erfüllt dir drei Wünsche oder sowas. Ja. Ist ja meist so, Dachte, der kommt dann unten raus. Ja, so ein Zauberstab. Ich glaube, dass die Gespräche nehmen ganz anderen Content an. Wie den bisherigen. Ja, aber. Und wenn Werbung geschalten wird, dann sicherlich nicht von Nivea oder sowas. Nee. Oh. Ach, lass die Truhe da oben, oder? Scheiß auf die Truhe. Oder hast du noch ein paar. Welche Truhe? Na, hier ganz oben ist noch eine da. Ich habe aber keine Bomben mit. Oder wir knüppeln uns einfach hier durch. So, knüppeln. Mach deinen Knüppel raus. Genau. Na, da muss ich immer vorsichtig sein. Weil mein Apartment hier ist nur, keine Ahnung, 5x5 Meter oder so. Ja.
Passt nicht so. Nee. Das ist, mir wurde ja auch nachgesagt, dass, die haben ihm einen kleinen Spitznamen gegeben. Mythos. Ja. Ja. Sie, viele sagen noch, zeig doch mal deinen Mythos. Und, nee. Das bleibt ein Mythos. Wilde Klauen. Was, billige Klauen? Wilde Klauen. Bilbo, was? Bilbo? Nicht Bilbo Klauen. Bilbo Klauen? Das sind wilde Klauen. Ich habe echt kurz gerade an Herr der Ringe gedacht. Bilbo Beutlin hier. Keine Ahnung. Ja, wilde Klauen. Hier, Nahkampftempo, wa? Ja. Das kann man auch noch. Behalt das einfach mal. Das können wir am Ingenieurtisch irgendwie mit irgendwelchen anderen Massagestäbe zusammenknüppeln. Vielleicht ergibt das ja irgendwas Großes. So, der eigentliche Job ist ja eigentlich, Biene Martha zu finden. Ist die Biene Martha nicht am Martha-Fall irgendwo? Ja, genau. Die hängt da in Afrika rum. Ach so. Zeit. Okay. Ich hab keinen Bock mehr auf ZDF gehabt, glaube ich. Nee, ich glaube auch. Werd ich schon wieder hier runtergestoßen? Das gibt's doch nicht, hier schon wieder ein Herz. Blub. 360 haben wir schon. Na, damit steigen ja auch. Du hast 340. Naja, dann kriegst du das nächste Herz. Das nächste. Kriegst du mein Herz. Erzilein. Erz, genau. Erz ist, liegt auch hier rum zum Abbauen. Erzilein. Du wirst heute meines sein. Ja. So, ich mach mal wieder Höhlenforscher. Ich wollte gerade die 3 drücken, was geht der hier nicht? Die 3? Danke. Nein, ich wollte gerade sagen, Er springt genau auf den Auslöser. Da ist so viel Platz, du springst genau auf den Auslöser. Ist das jetzt echt dein Ernst? Geil. Ja. Wormhole. Also das zeigen wir jetzt nochmal in Slow-Mo, würde ich sagen. Ja. Meine Güte. Genau getroffen. Und das Blöde... Keine Wormhole. Nee, leider nicht mehr. Da war bloß eine. Ah. Ja, du hast ja die 7 Mai. Das hat so ein bisschen Piratenfeeling hier irgendwie. Ja, hier liegt noch der Auslöser. Komme ich am besten jetzt zu dir? Laufen. Immer nach rechts, ja. Gibt da keinen Fahrstuhl hin? Nee, leider nicht. Schade. Aber so kann ich schon mal in der Zeit meine Sensoren ausfahren nach Biene Martha. Nach Biene Martha, ihr Vater. Das war, glaube ich, ein ganz harter. Mario. Ach so. Ist das nicht der Bruder von, Richard. Ja. Pommes hießen die Eltern, glaube ich. Okay. Pommes und Fritz. Und Senf, das ist doch, was ist das? Die Ureltern oder was? Senf. Senfloch. Ja. Der fühlt sich immer diskriminiert, weil die meisten sagen immer Senf mit M. Genau, Senf. Da heißt ja Senf mit N. Ja, Senf. Das sind natürlich Fragen der Menschheit, die unbedingt geklärt werden müssen. Wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Ja. Senf ist immer die Antwort. Ja. Oder wie aus deinem Part mit dem Senfloch, da stammen wir natürlich her. Ja, alle kommen aus dem Senfloch. Ja. Scharf. Wo kommst du denn her, Kleines? Senfloch. Ich dämpfe noch im Senfloch. Dampfloch. Dampf. Ach, keine Ahnung. Ich quatsch hier irgendeinen Müll gerade. Was ist das? Ja. Margoni Leaf Wall. Ich habe gerade eine schöne Truhe entdeckt. Mit nützlichen Zeugs drin. Ja, ich bin noch gar nicht da. Nee? Ach so. Nee. Ich dachte, die Fliege hier. Da, nee, stimmt. Dann habe ich dich verwechselt gerade. Rich Mahogany Leaf Wand. Ach, ich stehe die ganze Zeit auf einer Falle. Mahogany? Ja. Ist nicht Mahagoni? Ja, hier heißt das irgendwie Mahogany. Oder? Okay.
Mahogany heißt sie, ja. Echt, ist das die englische Bezeichnung? Mahogany. Ja. Arr, Mahogany, arr. Mit dem Grog, du Kielschwein. Arr. Arr. Klingt, als ob du gerade auf einen Reißzwecke getreten bist oder so. Ja, das haben wir gerade auch gemacht. Alter, was hier alles rumschwirrt. Oder sie sind auf Captain Hooks Haken getreten. Captain Cook. Captain Cox Haken. Genau. Ich glaube, du musst vor dem Video hier so einen Trailer, also so ein Hinweisschild einfügen. Der FSK 21. Die Sendung ist für Zuschauer unter 18 ja nicht geeignet. Was auch egal ist, aber das reizt dann mehr an, ne? Ja, das stimmt. Obwohl, oder? Was hältst du davon, wenn ich so ein paar dicke Titten ins Thumbnail reinbaue? Ich glaube, dann... Ja, und so ein Neon-Schild noch, Bang Bar oder sowas. Keine ja, Ahnung. Genau. Willkommen in der Bang Bar. Ja. Hier ist alles Bang Bar. Genau. Ja, das hat was. Irgendwie hat das was. Aber irgendwie... Ist nicht noch so ein Auslöser irgendwo? Ich bin mir sicher, wenn einer ist, triffst du ihn. Ja. Ja. Hallo, war schön, dich zu treffen. Wahrscheinlich ist die Map, sagen wir mal, keine Ahnung, 10.000 oder 100.000 Blocks groß und du triffst genau die zwei Blöcke, wo die... Was bist du eigentlich? Na, es gibt eine Taste, die heißt M. Da kann man auf eine Karte schauen. Senf mit M. Senf, genau. Guckst du auf die Senfkarte? Kann sein, dass, dann noch, genau. Dass das noch ein paar Spuren von Wiener oder sowas enthält. Wiener. Weiblicher Vorname. Genau, senfiziert. Was ist das hier so dunkel eigentlich? Wir werden euch alle senfizieren, genau. Das klingt wie so eine Krankheit. Mach mal. Senf tritt meistens in der Nähe von Wiener Würstchen und Kartoffelbrei auf. Kartoffelbrei vor allem. Wiener Würstchen und Kartoffelbrei. Kartoffelsalat. Ja, Kartoffelbrei, genau. So heißt es auch Bibi Blocksbergs Zauberbesen, glaube ich, oder? Kartoffelbrei, irgendwie sowas. Ja. Woher weißt du denn das? Weiß ihr Dildo wahrscheinlich. Ach so. Kartoffelbrei. Frei. Gildo. Das ist Bildungsfernsehen. was ist das hier? Ist auf jeden Fall schon mal irgendwelche Statuen und sowas. Aber anstatt zu vibrieren, macht er genau diese Musik oder so. Ja, das muss nicht sein. Hast du noch Platz im Inventar? Also ich nicht. Nee, ich hab nie Platz im Inventar. Ja, das stimmt. Das sind immer diese rhetorischen Fragen. Ja. Wir haben auch... Wie du darauf kommst. Da frage ich mich eigentlich auch gerade. Aber hier gibt es so noch ein bisschen was. Hier klebt überall irgendwas rum hier. Ja. Nice. Was soll ich denn mit Spinnennetz? Spinnennetz? Ja. Ist das nicht hier... Spinnennetz, das sagt mir irgendwas. Ist das nicht hier Netz von Spinnen? Ja. World Wide Web. Ich stehe hier im Dunkeln, ich sehe hier nichts. Mach mal Licht an. Licht, ja. Licht wäre schön. Hacke, Mann. Nicht mal mehr Platz hier, um irgendwas hinzubauen. Ah. 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 Was ist jetzt gebracht? Ja. Ich habe Lava-Charm gefunden. Bietet 7 Sekunden Immunität gegen Lava. Ah. Ist da Lava. Habe ich von Lava Croft bekommen. Kannst du Fackeln bauen? Nee. Fackeln bauen? Ich hab Fackeln da. Dann mach doch mal Licht oder gib sie mir. Eins von beiden. 99 Fackeln für dich. 99 Fackeln. Ich hab 99 Fackeln für dich. Zünd sie an oder tu es nicht. I'm not a freestyle singer. Die brennen dir den Weg für dich. Genau. Von 99 Bang Bars. In der Nähe. Genau. Zünd sie an und gib sie mir. Nee, Quatsch. Was? Nein. Ich wollte gerade irgendwas. Ach fuck, jetzt hab ich's nicht mehr zusammen, leider.
wollte irgendwas gerade. Alle drei zusammen. Ja, alle drei zusammen. Ich wollte gerade irgendwas Tolles singen. Gib mir doch die Fackel, Mann. Ich zünde deine Wohnung an. Das Röst. 99 Fackelstäben. Genau. Möchte. Wisst ihr, offscreen ist es immer so, da kommt ein Knaller nach dem anderen. Und kaum nimmt man was auf, ist man out of mana hier. Apropos, ich hab noch Knaller. Knaller? Sind schon Silvester? Ja. Hast du ein paar Knallfrösche, das ist schön. Eventuell. Sind das Granaten oder Bomben? Dynamit war das. War. Also hast du jetzt nicht mehr. Nee. Das ist gut. Wo ist denn hier das komische Nest hier? Was soll denn das? Da? Wir graben uns mal hier nach rechts rein. Ich würde halt gerne das Bienenmount mal zeigen oder auch haben. Können wir so ein bisschen durch die Gegend fliegen. Der Part war schon mal nicht schlecht irgendwie. Ja. Du landest richtig schön auf dem Detonator. Dann bin der Detonator. Keine Ahnung. Bang war mit, die hat Eier und das weiß ich. Aber das ist natürlich Real Talk, was wir hier machen gerade. Das war alles auch wirklich so passiert, wie ich sage. Natürlich. Ja. Bangladesch. Genau. Kommt mit uns nach Bangladesch in die Bang Bar. Mit 99 Fackelstäben. Genau. Dann werden wir einen heben und dann. Den euren Arsch. Ey, ihr merkt schon, worauf es hinausgeht. Den Weg ebnen. Wir werden mit euren Arsch den Weg ebnen. Ey, vielleicht sollten wir unsere Zuschauer noch ein bisschen beleidigen. Was hältst du davon? Ja. Komm mal an. Egal, was wir beleidigungsmäßig raushauen, am Ende muss immer gesagt werden, abonniert mich. Ja. Lasst ein Like da. Die Beleidigung gegenüber. Nein, Quatsch. Ah, hier sind genug Weinreben hier. Das habe ich schon erwähnt, dass ich neulich auch im Knast war. Ja? Wieso? Ja, wieso? Für 3 Tage. Echt? Kam ich raus, hab ein Entschuldigungsvideo gemacht. Bin ein echter Gangster. Hä? Ach so. Im wirklichen Leben heiße ich ja mal Cher. Ach so. Ach ja. So, Leon. Der Prank King. Ja, ja. Bin ein echter Gangster. Ja, ja. Ich glaube, getan, als wenn ich in den Knast gehe. Ja, das ist auch ein Riesenthema. Ich glaube, da würden wir vollkommen abdriften, wenn wir uns jetzt so einen Schrott auch noch widmen. Nee. Wir haben schon genug Schrott hier zum. Hier ist ein Herz, glaube ich, für dich fallen. Aua! Hast du mich hier einfach runtergeschubst? Was soll denn das? Die hat Eier! Das hat mir gefallen. Da hat der Walking Dead so richtig schön aus der Seele geschrien, als er auf einmal 2 Billardkugeln in der Hand hielt. Ja. Wie so Massagekugeln. Oder Stressbälle. Eier, die Sau hat Eier. Stressabbaubälle oder sowas. Dress? Also Stressabbaubälle. Ach so. Muss man auch kneten. Ah, jetzt ist jemand eingetroffen. Bohema ist the Traveling Match. Bohema? Bohema, das klingt. Kommt der nicht aus Jena? Yo Gema. Hey, Bohema, der Gamer. Yo Gema nach Hause. Hier ist noch irgendwas drin, Schuhspikes oder sowas. Schuhspikes. Ich mach dir mal Licht, ich zünd dich mal an. Ermöglicht die Fähigkeit abrutschen Wände. Aha. Ja, das für eine Fähigkeit. Das ist 1a grammatikalische Übersetzung. Ey, dann habe ich die Fähigkeit von Wänden abzurutschen. Das ist doch schön. Viel schneller als sonst. Verbesserte Fähigkeit, wenn sie mit Klettern Claws kombiniert. Ja, das kann man kombinieren. Genauso wie den. Wer kombiniert das denn?
Na, der Tüftler, der dann auch nachschwingt. Wollte der Tüftler ist also eine Sie. Ja, genau. Da steht, verbessert die Fähigkeit, wenn sie mit Klettern Klaus kombiniert. Und wer ist Sie? Der Tüftler. Na, du, in dem Moment, denke ich mal. Ist... Na, wenn sie mit Klettern Klaus kombinieren, hätte ich ja geschrieben. Ja, das verliert halt an Übersetzung irgendwie. Aber es ermöglicht die Fähigkeit, abrutschen Wände. Genau. Das ist gut. Ja. Genauso wie es lass mich mal mit. Walking Dead in der Bang Bar möglich machte, Eier mit Recken zu kombinieren. Oder, ja. Oder Drinks. Hast du auch so einen coolen Drink gehabt? Wie hieß der nochmal? Lauwarmes Wurstwasser oder sowas. Ja. Irgendwie so. Ja, ich. Das. Nee, warte mal. Klöte 4311 hieß es. Ich glaube, darüber sprechen wir im nächsten Part noch ein bisschen. Und ja. Gehen mal genauer darauf ein, wie das denn überhaupt so riecht und so. Genau. Bis dann. Prost.